Eine Person wählt eine natürliche Zahl mit 10 Ziffern und hält sie geheim. Wir fragen sie, diese Zahl hoch 2 zu nehmen, dann 9 vom Ergebnis abzuziehen, anschließend durch die Ausgangszahl minus 3 zu dividieren und letztendlich 4 abzuziehen. Die Endantwort erfüllt eine dieser 5 Aussagen. Aber welche? Am Anfang haben wir eine natürliche Zahl n, die geheim ist. Diese Zahl n soll im Quadrat genommen werden. Von diesem Quadrat wird 9 abgezogen. Diese Differenz wird dann durch n minus 3 geteilt. Und von diesem Bruch wird dann noch 4 abgezogen. So erhalten wir also die Rechnung, die hier vorgegeben wurde. Schauen wir im Zähler. Da steht n Quadrat minus 3 im Quadrat. Hier können wir also die entsprechende binomische Formel einsetzen. N Quadrat minus 3 Quadrat, das ist n plus 3 mal n minus 3. Diese Rechnung wird also zu dieser. Und hier können wir durch n minus 3 kürzen. Und so erhalten wir n minus 1. Das Ergebnis dieser Rechnung ist also immer die Ausgangszahl minus 1. Also die Endantwort entspricht immer der Ausgangszahl minus 1. Das heißt, Antwort B ist die richtige. Die nächste Aufgabe der Mathe-Olympiade wird im nächsten Tutorial beantwortet.